meiner Meinung nach kommt das immer auf die Stimmung an. Aber ja, der Song ist fett, keine Frage, keine Frage. Also der Song ist wirklich fett. So, da braucht man nicht zu sagen. Drill hat Luciano tatsächlich in Deutschland, wenn nicht sogar, er ist so an der Spitze davon, meiner Meinung nach irgendwo. Safe, safe. So, und mehr kannst du halt dazu nicht sagen. Er hat halt dieses komplette Drill-Game so in Deutschland übernommen, findest halt nichts Vergleichbares. Was geht ab und herzlich willkommen zu Rap Talk. Und wir geben uns heute von Luciano und Shirin David Never Know. Ich bin gespannt. Ich bin wirklich gespannt. Bist du das nicht immer? Ich bin fast immer gespannt. Fast immer bin ich gespannt. Fast. Aber da muss ich echt sagen, da bin ich wirklich gespannt. Ist eine interessante Kombo. Ja. Ich habe den letzten Song von Luciano richtig gefeiert. Deswegen hoffe ich, dass es in eine ähnliche Richtung geht. Nee, was auch in eine gute Richtung gehen sollte, ist euer Mauszeiger und zwar auf den Abo-Button. Ja, never know, ne? Man weiß es halt nicht. Weiß man halt nicht. Weiß man nicht, ob die Leute klicken. Weiß man nicht. Wäre besser, wenn, aber weiß man nicht. Weiß man halt einfach nicht. Was soll man machen? Ja. Eine Sache brennt mir noch auf der Seele. Bitte. Ich sag immer Luciano. Du auch. Jetzt haben sich Leute in vergangenen Videos, in den Kommentaren ein bisschen darüber lustig gemacht. Jetzt ist die Frage, heißt der Luciano oder heißt der Luciano? Ich finde, Luciano hört sich irgendwie so weich an. Weißt du, was ich meine? Ja, aber es gibt ja auch Lucky Luciano. So, das ist halt auch noch so, ne? Ja, genau, das meine ich. Ich hab tatsächlich, nachdem ich die ganzen Kommentare gelesen habe, mal bei ein paar Freunden von mir auch durchgehört. Die meinen so, keine Ahnung, ich nenne den Luciano. Ja. Also, Leute, ne? Wenn einer von euch das wirklich weiß und nicht vermutet, so wie wir das halt vermuten, sondern es wirklich weiß, schreibt das mal bitte in die Kommentare. Wäre mal wichtig, würde ich sagen, wir geben uns jetzt den Song, oder? Von genug geredet. Luciano featuring David. Genau. Los geht's. Erstmal danke. Danke. Es geht wirklich in die Richtung vom letzten Song. Ich will mich einfach mal bei Luciano bedanken. Was? Nee, also in die, Doch, vom Soundbild her schon. Es ist wieder ein Drill-Rap-Beat mit starkem Sample drin. Ja, weiter. Und genau das ist das, was mir gefällt. Okay. Aber der letzte Song war halt eher epischer aufgebaut, muss man dazu sagen. Das ist richtig. So, aber deswegen, das würde auch dazu nicht passen. Aber du kannst ja auch nicht jeden Song, einen epischen Song auf einem Album machen. Ja, deswegen, also die Sache ist, Drill macht er jetzt ja schon länger. So auch mit diesem Sample, mit Bars und so. Das Einzige, was mir nicht so gefallen hat, oder nicht unbedingt das Einzige, ich habe jetzt nur noch das eine im Kopf, was mich wirklich ein bisschen, das war halt Sip. Das hat mir nicht so besonders gut gefallen. Aber bisher mag ich das tatsächlich. Ja, ich feiere das echt. Ich fand es lustig, wie Shirin mit ihm zusammen seinen Tanz getanzt hat. Er hat seinen Tanz. So. Er hat die Moves ihr beigebracht. Ja, aber mit Adlibs hat er natürlich auch wieder alles gefickt, ne? Ja, aber generell dieses Adlib-Game hat er einfach gefickt. Das stimmt. So. Weiter? Weiter. Baseline hart, dann ist Look auf Drill.
vom Paket. Hoch in die Charts, guck, ich lebe bei Film. Loco Driller, schon früher, back in days. Guck, pull up in the Benz V4 in Travis Chase. Tadi Dance, Shake Ass, halt dich fest. Tadi Dance, Shake Ass, halt dich fest. Driller schon seit 2K15, Bro, also brauch kein Flow. Zu viel Klappern, Hate, Kommentar juckt nicht, denn ich nenn euch aus. Nuro, Grippau, 30K am Riss. Big Body Girl, shake them dress. Oh my god, Dior. Look, oh, mein Kopf ist auf Licker. Step in den Club mit Shirin David, so wie sonst. Ist ein stabiler Part, jo. Ich finde das schon mehr als stabil. Ja, ja, nee, also textlich natürlich ja, nicht wirklich so bei, viel Aussage drin. Bei Luciano brauchst du nicht mit Text kommen. Er hat einfach dafür gesorgt, dass du einen Song fett finden kannst, auch wenn du den kompletten Textinhalt in 3 Zeilen kriegst. Aber trotzdem der Song fetter ist als der Song von einem anderen, der die übertriebene Aussage im Song hat. Also nicht generell, vom, aber fetter, weißt du, was fetter ich meine? Vom Klang ja, fetter von der Aussage nicht unbedingt, wichtig ja, zu sagen. Ja, natürlich nicht von der Aussage, aber so ganz ehrlich, wenn ich einen Song so feier, wenn ich im Auto fahre und das Radio aufdrehe, dann weil ich den Song fühle und nicht unbedingt, weil der Text der geilste Text ist. Also zumindest ist das bei mir so. Hm. Wenn ich jetzt im Auto sitze und ein Song kommt, den ich übertrieben fühle, dann ist mir der Text gar nicht so wichtig, wenn so dieses Komplettbild vom Song einfach krass ist. Und das hat er beim letzten Song geschafft und das hat er diesmal, finde ich, für mich auf jeden Fall wieder geschafft. Okay, der Text ist nicht mittlerweile beim Rap, muss man leider dazu sagen, ist der Beat mittlerweile wichtiger und der Vibe wichtiger geworden als der Text. Finde ich schade, tatsächlich, muss man dazu sagen, finde ich wirklich schade. Dass der Text komplett irrelevant ist, würde ich jetzt nicht behaupten, weil stell dir einfach mal, keine Ahnung, Zeilen aus einem, keine Ahnung, Kinderlied oder Zeilen aus einem Schlagerlied, weißt du, gesampelt. Aus dem Kinderlied, ist schwierig. So, nein, aber das ist schwierig. Die Sache ist okay, so, ne? Ich meine, das ist ja noch irgendwo so okay, aber ich meine so, weißt du, so aus einem Schlagerlied genommen, daraus so ein Ding gemacht und du hörst dann, keine Ahnung, weißt du, so durch die Nacht auf Drill-Film, weißt du, geht halt auch nicht. So, weißt du, das meine ich mit von wegen, der Text ist halt auch noch irgendwo wichtig. Passt zu seinem Vibe. Es kommt aber drauf an, wer. So, ich glaube, bei ihm ist halt einfach der Text irrelevant. Aber wenn du jetzt zum Beispiel, mir fällt jetzt auf Anhieb natürlich wieder kein Beispiel ein, so, wen haben wir denn so Lyrisches, so in Deutschland? So, mir fällt auf Anhieb keiner ein, das ist natürlich ein schlechtes Animus, Beispiel. Ein Animus ist lyrisch. Ja gut, ein Animus ist halt auch nochmal eine Sache für sich. So. Aber zum Beispiel, so egal was menschlich ist, würde ich 1000-mal lieber mir einen Song von Luciano als von Animus anhören. Egal, was mit Animus menschlich ist. So. Das ist nochmal eine andere Sache. Ja, da geht es jetzt, nur um die Musik. So. Und nur um die Musik ist es so, ich würde 1000-mal lieber Luciano hören als Animus. 1000-mal lieber. Ja, doch, ja. Darüber brauchen wir nicht reden, ja. Kollege. Kollege ist ein sehr lyrischer Rapper. Er kann sehr viel Lyrik reimen, also er kann sehr, sehr lyrische Inhalte bringen, er ist sehr wortgewandt, er kann viel Wortspielereien, so dem seine Texte sind wirklich durchdacht und alles, aber trotzdem, so würde ich dann trotzdem lieber den Song vorziehen, der den krasseren Vibe hat. Meiner Meinung nach kommt es immer auf die Stimmung an, aber ja, der Song ist fett, keine Frage, also der Song ist wirklich fett, so, da braucht man nicht zu sagen, Drill hat Luciano tatsächlich in Deutschland, wenn nicht sogar, er ist so an der Spitze davon, meiner Meinung nach, irgendwo. Safe. So. Und mehr kannst du halt dazu nicht sagen. Er hat halt dieses komplette Drill-Game so in Deutschland übernommen, find's halt nichts Vergleichbares. Ist halt einfach Luciano. Ja. Ich switche jetzt einfach mal. Ach so, okay. Dann geben wir uns jetzt weiter Luciano mit Shirin David. Los geht's. Oh.
Okay. Das kam irgendwie gerade ziemlich so süß rüber. Weißt du, was ich meine? So dieses so... Weißt du, was ich meine? Bo. Ja, genau das. So, auf jeden Fall, ich wollte ein bisschen Spannung erzeugen, deswegen habe ich Pause gemacht. Ich weiß, alles gut. Aber so. geil finde ich jetzt, wenn du drüber nachdenkst, was er bei Walla Nein gesagt hat, weißt du, von wegen, er wollte meine Adlibs haben, wollte genauso klingen wie ich. Und dann ist bo. Das ist halt genau das. Ja, genau das ist das. Es klingt halt einfach keiner wie er, wenn man seine Adlibs nimmt. Das ist einfach so. Klar, jetzt in dem Fall ist das auch so vollkommen legitim. Ja, so, weil es ein Feature ist und sie halt weil es ein Feature ist, so. Genau. Sie passt sich halt ihm an. So. Ja, gut. Ich würde sagen, wir hören Shirins Part. Los geht's. Bei dem Haftbefehl-Feature hat sie ja abgerissen damit. Tatsache. Jetzt bin ich gespannt. Wie vielseitig ist es? Los geht's. Ja. Harley Quinn, Driller, Bitch, Psycho, like. Yeah. Hose tief, Strings are tight, Belly frei. Wenn du mich stalkst, aber tap, haust mir die Cash, roll right. Big Betty vibes, back my thighs, yeah. I see die Grills, she wants to drop, fette Design. Waste a sinner, rock chinchilla, teure Kleid. Booty killer, taste vanilla, kleiner Reminder. En vogue, aber immer noch top. Ghost unterm Arsch und du wirst blass. Pardon, Popo wie Coco, don't touch. Okay, ich muss sagen, krass, wie vielseitig sie ist. Mhm. Krass, wie sie vielseitig halt einfach, ist. Sie hat einfach den Film von Luciano jetzt hier komplett adaptiert. Genau. Sogar die Adlibs genommen. Wenn sie den Track alleine gemacht hätte, hätte man sagen können, okay, geklaut. Safe einfach geklaut, einfach kopiert, fertig ist. Aber ja. Als Feature, doch, vielseitig. Also ich krass. Muss sagen, so als Feature fand ich das jetzt ganz cool, weil sie so gezeigt hat, dass sie auch so wirklich mehr kann, so. Als alleinstehenden Song hätte sie das natürlich nicht nehmen können, nein, so nein. Wie sie performt hat. So, da habe ich übrigens auf meinem anderen Kanal ein Video zu gemacht, auch zu ihr. Das verlinke ich ganz am Ende vom Video im Abspann, wer sich das geben möchte. Ich will halt auch auf dem anderen Kanal ein paar Hate-Kommentare, weißt du so. Kein Thema. Nimm sie alle von hier mit, nimm sie nach da. Nein, aber so an sich, so performance-technisch war das nicht schlecht. Es war vom Ding, sie hat halt die Adlibs genommen, sie hat den Stil genommen. Ich glaube, ich muss den Part noch ein paar Mal hören, so, weil mich hat jetzt so ein bisschen... Yes. Mich hat das einfach rausgebracht, dass sie so krass nah an diesem Style dran war. Aber wirklich so, sehr nah. Also so sehr, sehr nah, so dass ich muss. Nee, so es war halt, ich habe nicht damit gerechnet, dass sie so nah an diesem Film dran ist. Man muss halt auch so, dazu sagen. Aber sie hat es halt echt nicht schlecht gemacht. Ne? So, sie hat es halt echt gut gemacht. Man muss halt auch dazu sagen, um den ganzen Song fühlen zu können, muss man den in einer Tour durchhören. Was wir jetzt gerade natürlich nicht tun. Das heißt, im Nachhinein kann man immer noch seine Meinung in jeder Variation ändern. So, ich mache das halt meistens von meinen Autofahrten abhängig. So, ich höre mir das dann im Auto 4-5 Mal auf Repeat an und danach kann ich halt wirklich ein richtiges Statement zu dem Song geben, wie ich den dann wirklich tatsächlich finde. Deswegen, den werde ich mir auf jeden Fall einige Male anhören, weil es klingt halt fett. So, es klingt halt einfach wirklich, das ist ein richtiges Brett. So. Ja, also ich bin auch nicht der Meinung, dass jetzt ihr Part irgendwie schlecht ist oder nein, sowas. Nein, auf gar nein, keinen ganz, Fall. Ganz auf gar keinen Fall. So, der Part ist wirklich gut. Ja. Ich weiß nur noch nicht, wie gut. Weißt du, was ich meine? So, ich fand dieser Effekt, den sie in dem Haftbefehl-Feature hatte, stärker als hier. Ja. Aber einfach, weil man so krass geflasht war, weil man das von ihr auch nicht kannte, das genauso wenig, aber irgendwie flasht das diesmal anders. Pass auf, ich glaube auch, ich weiß warum, weil bei Haftbefehl musste sie mehr Attitude zeigen. Weil Haftbefehl halt genau das ausgestrahlt hat vorhin im Song. Und hier ist es halt einfach nur ein Vibe. Ja. Hier ist es ein Gefühl, das die transportieren mit dieser Art von Musik. Ja. Und Luciano ist halt auch, klar, er hat seine Attitude, er ist der Typ, der er ist so. Ja, aber klar. Bei seiner Musik geht es halt mehr um das Feeling, was du dabei hast, wenn du es hörst so. Genau. Ja gut, wer den Song nochmal hören will, der ist natürlich unten in der Videobeschreibung in meiner Playlist drin. Mhm. Das ist natürlich selbstverständlich.
So. Natürlich, selbstverständlich. Natürlich, selbstverständlich. Selbstredend, quasi. So. Nee, also ich muss sagen, Nacht zu kurz war für mich auf internationalem Level. Man hätte noch, wenn er dieses letzte Sample zum Beispiel in die Hook noch gepackt hätte, mit dem Gesang, dann wäre Nacht zu kurz für mich eigentlich so mitunter der krasseste Track, einer der krassesten Tracks dieses Jahr gewesen. Einer der, nicht unbedingt der, aber einer der. Hier ist die Hook zwar nice und der komplette Film, der übertragen wird, aber es kommt für mich halt nicht an Nacht zu kurz dran tatsächlich. Das weiß ich noch nicht. Also ich muss sagen, ich muss den Song halt wirklich auch noch ein paar Mal hören, aber Nacht zu kurz ist halt einfach für mich aus den letzten Wochen, für mich persönlich aus den letzten Wochen so der stärkste Song. Aus den letzten 4 bis 6 Wochen safe für mich. Mhm. So. Ist natürlich Geschmackssache. So, Für mich hat da halt beispielsweise Azad regiert, aber es ist halt, das ist halt ja, gute Geschmackssache. Das ist halt einfach so Geschmackssache. So. Keiner der beiden Songs ist wirklich schlecht. Nein. So, beide sind top. So, aber mein Geschmack halt, ist halt eher Luciano, so vom Ding her, so und fertig. So. Der Song, wieder zurück zu dem Song. Der Song ist krass, der Song ist stark, der Song ist fett. Yes. Wie fett, kann ich jetzt nach dem ersten Hören noch gar nicht beurteilen. So. Muss ich ehrlich sagen. So. Komm, wir hören fertig. Ja, aber er sagt, ich glaube, in irgendeinem Track hat er auch Luciano gesagt. Ich weiß es nicht. Aber die anderen wissen es safe. Safe wissen die das. Safe. Ja, so. Doch, der Song ist krass. Der Beat ist wirklich fett. Und dementsprechend, aber also ich werde mir den noch einige Mal im Auto durchsehen. So, ich denke mal, wir haben jetzt schon ein sehr, sehr langes Video, weil wir sehr viel geredet haben. Stimmt. Sonst würde ich sagen, komm, wir spulen nochmal zurück und höre nochmal Shirins Part, weil ich mir da noch nicht sicher bin, wie fett er ist. Aber so, ihr habt den Song schon 1000 Mal gehört. Wir werden ihn dann auch schon 1000 Mal gehört haben. Vielleicht kommt einfach ein angepinntes Kommentar mit von wegen Sedo Doppelpunkt, yo, ist fett. Varro Doppelpunkt, yo. Und sowas. Oder, ja. Oder so 10 von 10 oder keine Ahnung, 7 von 10 oder sowas. Irgendwas wird da vielleicht kommen. Ja, vielleicht. 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 Doch, ist eine geile Nummer. Nee, es ist ein krasser Song. Ist eine geile Nummer. Jo. So, und weil wir jetzt halt so viel geredet haben, machen wir schnell zu Ende. Checkt die Videos über uns ab, wenn ihr mehr davon sehen wollt. Und dann sehen wir uns morgen wieder mit einem neuen Video. Wie jeden Tag. Natürlich wie jeden Tag und auf Wiedersehen. Macht's gut.